Ja, einen schönen guten Tag von meiner Seite. Sigmar Gabriel befindet sich auf Schlingerkurs. Unter dem Eindruck schlechter Umfrageergebnisse für die SPD stellt er endlich die Ideologie der schwarzen Null in Frage. Das ist eine späte Einsicht, aber immerhin kommt sie. Leider verbindet Sigmar Gabriel die Kritik an der schwarzen Null mit einem Schlingerkurs, wo er mal einen Vorschlag macht, der speziell deutschen Armen zugutekommt, dann einen Vorschlag, der allein Geflüchteten zugutekommt. Und beides wird jeweils mit einer Rhetorik verbunden, die die unterschiedlichen Gruppen gegeneinander ausspielt. Besser als ein Schlingerkurs à la Sigmar Gabriel und das Gegeneinander ausspielen unterschiedlicher Gruppen ist unserer Meinung nach eine soziale Offensive für alle, also ein Aufbruch, von dem alle profitieren, ganz unabhängig davon, was für einen Pass sie haben. Soll heißen, wir setzen uns ein für bezahlbaren Wohnraum, für alle mit niedrigen Einkommen, egal wo sie herkommen. Wir setzen uns ein beispielsweise dafür, dass mehr Lehrkräfte eingestellt werden, wovon alle Kinder profitieren, ganz gleich welchen Pass ihre Eltern haben, und wir setzen uns ein für öffentlich geförderte Beschäftigung für Langzeiterwerbslose gleichermaßen wie für Geflüchtete. Also soziale Offensive für alle statt ein Schlingerkurs und statt eines gegeneinander Ausspielen von Geflüchteten und Langzeiterwerbslosen. Falls es Sigmar Gabriel jedoch ernst meint mit der Solidaritätsoffensive, auch nach dem magischen Datum 13.03., so möchten wir ihn ermuntern, entsprechend auch in die Haushaltsverhandlungen reinzugehen. Die Linke wird gern unterstützen jeden Antrag, der darauf hinausläuft, dass die Haushaltsüberschüsse verwendet werden für Soziales und dass wir eine Nettokreditaufnahme starten, um entsprechend eine soziale Offensive auch zu finanzieren. Zum Agieren der Bundesregierung am Wochenende gehört auch der Auftritt der Bundeskanzlerin bei Anne Will. Es ist bemerkenswert, dass Angela Merkel weiterhin sich klar gegen Obergrenzen ausspricht. Unsere Kritik setzt weniger bei dem an, was sie gesagt hat, sondern vielmehr bei den Themen, die nicht oder unzureichend besprochen wurden. Es geht nicht, dass die Bundesregierung sich einsetzt dafür, dass die Türkei mehrere Milliarden bekommt, man aber für Griechenland nichts als bedauernde Worte übrig hat. Gegenwärtig ist Griechenland eines der wenigen Länder in der Europäischen Union, das noch die Fahne der Mitmenschlichkeit hochhält. Griechenland hat, anders als die Türkei, die Genfer Flüchtlingskonvention unterzeichnet und hält sich auch daran. Und wir meinen deswegen, dass man, und was auch noch bemerkenswert ist mit Blick Richtung Griechenland, dass die griechische Bevölkerung, die viele Sozialkürzungen letzter Zeit verkraften musste, trotzdem eine unglaublichen Welle der Solidarität den Flüchtlingen rettet, sie vom Ertrinken rettet und auch entsprechend ihr Überleben, wenn sie ankommen, absichert. Also Griechenland, das gerade die Fahne der Menschlichkeit in der EU hochhält, darf nicht einfach nur mit einigen warmen Worten abgespeist werden, sondern eine Sofortmaßnahme, die jetzt greifen muss, ist, dass die weiteren geforderten Rentenkürzungen komplett ausgesetzt werden für Griechenland. Und außerdem braucht es Gelder, damit Griechenland diese humanitäre Katastrophe bewältigen kann. Und wir finden, auch mit Blick auf den Auftritt von Angela Merkel, was nicht geht, ist, über Fluchtursachen zu sprechen, aber über die deutsche Verantwortung daran zu schweigen. Wer den Kampf gegen Fluchtursachen ernsthaft in Angriff nehmen möchte, der muss sich stark machen für einen Stopp aller Rüstungsexporte. Der muss die Zusammenarbeit mit Ländern, die den IS finanzieren, einstellen. Und der muss sich wirklich dafür einsetzen, dass dass europaweit, ja weltweit, die Finanzströme des IS entsprechend eingedämmt und abgeschnitten werden. Nur ein Satz, weil es ja auch aus den Reihen der Regierungsfraktion kommt, das ja menschenverachtenden Rassismus anheizende Bild, das Erika Steinbach getwittert hat am Wochenende. Wir finden, jemand, der solche Botschaften versendet, kann nicht länger menschenrechtspolitische Sprecherin sein. Und wir erwarten, dass der Fraktionsvorsitzende der Union, Herr Kauder, entsprechende Konsequenzen zieht.
Zweitens zum Thema Kinderarmut. Der Deutsche Kinderschutzbund warnt vor einer wachsenden Kinderarmut. Er prognostiziert, dass im Jahr 2030 bis zu 4 Millionen Kinder in Deutschland in Armut leben müssen. Wir meinen, es ist nun Zeit für ein Bekenntnis für die Zukunft. Das heißt, unter anderem, es wird Zeit für eine Kindergrundsicherung, die alle Kinder und Jugendliche vor einem Leben in Armut schützt. Und wir meinen auch, dass es in der Gesellschaft eine Vereinbarung bräuchte, dass öffentliche Güter für alle Kinder frei, ja, barrierefrei und auch kostenfrei zugänglich sind. Das heißt, Bahn und Bus zum Nulltarif für alle Kinder. Das heißt, dass es üblich sein sollte in dieser Gesellschaft, dass der Eintritt in Museen für Kinder kostenfrei ist. Und wir meinen auch, dass jedes Kind einen Anspruch hat auf Ferienfreizeit oder ein Ferienlager. Wer nun meint, das wäre schwer möglich, weil ja auch Millionäre Kinder haben und die dann bevorteilt würden, da meine ich, wer Millionäre entsprechend zur Kasse ziehen möchte, kann das tun über die Steuer, aber nicht, indem man jetzt explizit diese Kinder rausfiltert, sondern es sollte gewisse Zugänglichkeit für alle Kinder geben. Heute, am 29. Februar, ist der Equal Care Day, zumindest wenn es nach einer Initiative von Journalistinnen und Autorinnen geht. Diese Initiative schlägt den 29. Februar, den es ja nur alle 4 Jahre gibt, vor für diesen Equal Care Day. Dieser Tag soll aufmerksam machen auf den Umstand, dass 80% der Care-Arbeit von Frauen geleistet wird. Care-Arbeit kann man auch übersetzen mit Sorgearbeit, Familienarbeit, Pflegearbeit. Und zwar sowohl im professionellen Bereich wie in Pflegeeinrichtungen, wie im privaten, im häuslichen Bereich. Die Idee dahinter ist, Männer brauchen im Durchschnitt, wohlgemerkt im Durchschnitt, es gibt immer positive Ausnahmen, also Männer brauchen im Durchschnitt 4 Jahre, um die Sorgearbeit zu leisten, die eine Frau in einem Jahr leistet. Und das führt dazu, dass Frauen entsprechend bei der Rente benachteiligt werden, weil wer mehr Verantwortung für die Pflegearbeit übernimmt, hat in der Regel deutlich geringere Einkommen. Es braucht also kurzum eine Umverteilung der Tätigkeiten zwischen den Geschlechtern. Und abschließend zum NPD-Verbotsantrag. Morgen beginnt in Karlsruhe der 2. NPD-Verbotsantrag. Ich hoffe, dass dieser erfolgreich verläuft. Das wäre ein nötiges Stoppzeichen und die staatliche Alimentierung der NPD über das Parteiengesetz könnte damit beendet werden. Jedoch zeigen die letzten Monate, dass Rassismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit nicht nur auf eine Partei sich reduziert, sondern leider tief in der Mitte der Gesellschaft verankert ist. Und deswegen meinen wir, ein Gebot alleine reicht nicht. Hier ist die Gesellschaft als Ganzes gefragt. Es ist dringend geboten, das zivilgesellschaftliche Engagement gegen Rassismus zu unterstützen. Und das heißt beispielsweise, die Kriminalisierung von Antifaschistinnen und Antifaschisten muss beendet werden. Zum Zweiten müssen Projekte gegen rechts nachhaltig finanziert werden. Und drittens sollte Bildung, gerade schulische Bildung, so angelegt werden, dass sie Begegnung ermöglicht, dass Vorurteile, rassistische Vorurteile abgebaut werden und dass Menschen zur demokratischen Praxis auch tatsächlich ermuntert werden. Kurzum, ein Gebot alleine löst das Problem nicht. Es braucht eine Veränderung des gesellschaftlichen Klimas. Und hier sind wir alle gefragt.